Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 24.02.2022. Und die Steine, die unser DAX zum Montag aufgestapelt, nee, halt zum Dienstag gestapelt hat, sind zum Montag jetzt hier ein bisschen wieder zusammengefallen. Ja, das muss man schon sagen. Hat sich genau in der Kante, wo wir gesagt haben, da trennt sich nochmal bullische und bärische Variante, ne? Also das ist der Bastion, wo die Verkäufer hier agieren würden, genau nochmal runtergedreht. Na, also das ist wirklich genau das Niveau gewesen, was wir hier gesetzt hatten. Ich nehme mal kurz hier ein bisschen den anderen Pfeil zur Seite, dass wir hier Platz drin haben. So, schieben wir das einfach hier ein bisschen kurz zur Seite. So, also, wir haben uns bei 14.800 runtergedreht, soweit so gut. War gesagt, dass er von dort natürlich nochmal hier ein ganzes Stück zurückgehen kann und sogar auch auf neue Tiefs. Wenn man das jetzt so vom Anstieg her anschaut, muss man sogar sagen, dass das jetzt ja wieder eine Vorlage nach unten ist. Also, es ist halt ein klar dreiwelliger Anstieg und es ist schwierig, da irgendwie jetzt wieder was impulsmäßiges nach oben rauszuziehen, dass man sagen könnte, okay, das wird ein fetter Konter oder das geht jetzt hier krass oben raus. Also, das ist suboptimal verlaufen. Also auch mit Wellentheorie oder so und so weiter müsste jetzt im Grunde eigentlich auch ein neues Tief noch kommen. Ne? Und das würde sich jetzt zum Donnerstag tatsächlich dann auch einplanen. Sollte der DAX sich unter der 14.440 verabschieden nach unten und hier raussteigen, auch per Stundenschluss, spreche ich jetzt erstmal nicht viel dagegen, dass er dann nochmal die 300, 270 anläuft und gegebenenfalls dann auch schon eine nächste Etappe bei 14.200, 14.130. Das ist hier so eine Zone im Tagesschart, das kann jedenfalls schon reichen, ne? Dass er von dem Tief aus hier bloß mal kurz drunter und dann erstmal wieder auch in Rücklauf geht, das wäre vollkommen in Ordnung. Sollte ansonsten nach unten übertreiben, wäre am Tagesschart dann noch die, halt, wartet, ist jetzt die nicht mit den Zahlen durcheinander kommen und mit den Tausendern auch nicht die 14, sondern die 13.800. 13.800 wäre dann hier noch ein offenes Gap, ne, wenn er hier unten vollkommen raus eskaliert. Ne, aber diese Hochs hier, diese 200, 1,30, das ist die 14.200 hier, das Hoch auf der 14.200, das sind die beiden hier um 14.130, 14.160, das ist nochmal eine schöne Zone. Und wie gesagt, das würde eigentlich schon vollkommen reichen, wenn er auf der Unterseite nochmal drunter tippt. Das heißt, zeigt sich unser DAX schwach. Sollte man auf der Unterseite dann noch ein bisschen Luft geben, ne? Insbesondere unter 14.440. Sollte er zum Start sich von 14.440 noch sehr, sehr, sehr stark nach oben bewegen und zu viel Dynamik reinkriegen, kann er hier erstmal noch eine kleine Zwischenwelle dazwischen schieben, bis gut und gerne 14.700 hoch. Ja, also gut und gerne 14.7, sogar 14.750. Da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht erschreckt. Das wird dann sehr, 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 sehr hoch wirken. Ja, dass er, wenn er sich jetzt hier hochdrückt, dann wird er hier ranstoßen und dann wird er nochmal einmal hier runtersetzen und dann von hier nochmal nach oben ziehen und hier unten einfach ins Seitwärts übergehen kurz. Das ist auch typisches Mittel im DAX, was wir häufiger sehen. Deswegen da nicht erschrecken, wenn der sich hier in dem Bereich halt grüne Stundenkerzen jetzt nach oben gönnt und von Beginn an nur nach oben tigert. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht zu früh dagegen stellt. Ja, kommen dann hier grüne, rote Stundenkerzen im Bereich um 14.57, wird er sich nach unten dann eben nochmal bis neue Tagestiefs auch Platz geben. Also das wäre dann quasi hier ein tieferes Hoch von hier gesehen. Und dann würde auch nochmal ein tieferes Tief kommen. Da muss noch kein neues Jahrestief folgen hier. Dann würde ausreichen, wenn er hier zack und zack. Und dann könnte er sich von hier nochmal stabilisieren. Das wäre so, sage ich mal, eine eher positivere Variante, um sich noch ein bisschen Zeit zu erkaufen. Und es vielleicht dann mit so einer weiteren Welle von hier hinten dann nochmal nach oben rauszuprobieren. Und fällt er natürlich direkt unter 440. Das Risiko halt erstmal offen. Da kann man auch nicht viel anderes sagen. Das ist halt so. Da gibt es auch nicht so viele Alternativen auf der Seite, ja. Überraschend würde er, wenn er über 57 durchschlägt nach oben per Stundenschluss. Das würde eher dann sogar 14.900 ins Spiel bringen und diese 15.30 hier, 15.30, was ist denn das hier für ein Tief? 15.000 ist das. 15.000 bis, ich sag mal, am weitesten 15.50 wäre aber jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Ja, also da müsste schon ordentlich Nachricht reinkommen, weil wie gesagt, das von der Bewegungswelle her sehr korrektiv jetzt hier einfach ist. Das ist ein Korrekturmuster und wäre untypisch, wenn er sich da jetzt einen Impuls nach oben rauszieht. Am Ende, die Börse kann immer alles machen, ne? Da sollte man nie zu sicher sein, nie zu negativ, nie zu positiv. Na, wir haben auch im Webinar da jetzt ausführlich am Dienstag drüber gesprochen, bei uns im Dienst, wie man sich auch grundsätzlich
wie man so einen Markt tradet, der halt wirklich, wie man eigentlich einen richtigen Bärenmarkt tradet halt, ne? Und man gewinnt keine Preise, wenn man am Hoch reinsteigt und immer halt hält, ne? Oder auch die neuen Tiefs hier kauft und hält. Davor sind einfach immer viel zu viele Rückläufe drin. Der Markt kommt immer viel zu weit wieder hoch und man verschwendet unheimlich viele Punkte, wenn man das dann einfach aussetzt, ne? Bestes Beispiel ist, ich sitze hier drin in einem Short und will hier, ich sag mal, in die 14.700, sitze von hier drinnen, guck mir das an, dann bin ich wieder am Einstand, guck mir das an, bin wieder am Einstand, guck mir das an, bin fast wieder am Einstand, guck mir das an, dann habe ich fünfmal die gleiche Strecke ablaufen lassen, die, keine Ahnung, gigantisch viele Punkte umfasst, habe sie aber nicht realisiert, weil ich die ganze Zeit nur in meiner Position verharre. Das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Ich will jetzt nicht sagen, dass Swing Trading schlecht ist. Ich will bloß sagen, dass einfach eine Bewegungsphase, in der wir ja auch stecken, und das ist ja schon ein aktiver Abwärtstrend, halt immer mal wieder so eine Zwischenschritte einfach drin hat, wo es echt eine ganze Weile zur Seite geht. Na, und deswegen wäre es auch gut und gerne möglich, dass hier noch ein bisschen was zurückkommt. Und deswegen ist es einfach gut, wenn man sich ein bisschen auf beiden Seiten darauf einstellt und nicht zu hart oder zu schroff oder zu überzeugt nur auf der einen Seite agiert. Ne? Das nützt einem dann nichts, wenn man hier unten im Tief absolut überzeugt ist, dass der Markt jetzt total eskaliert und auf Null fällt und plötzlich steht man wieder 1000 Punkte nach hinten. Also viele sind es nicht gewesen, aber 14, das sind auch 600 Punkte, die man dann wieder hinter sich hat. Ne? Muss ja nicht sein, sind ja wichtige Zonen. Die sind ja auch vorher bekannt, ne? Die ändern sich auch nicht. Eine 14.800, die ist bekannt, die Linie hier unten, die ist bekannt, die nächste Station hier unten ist bekannt. Das kann man schon ein bisschen versuchen für sich zu nutzen. Ja. Und Punkt. Mehr kann ich gar nicht sagen. Wir sind aus dem Band wieder draußen im Tageschart, sind aber hier noch im Korrekturmuster drinne, was ja noch das bullische Aufdrehen zulässt. Sieht untergeordnet jetzt nicht mehr ganz so gut dafür aus, ne? Das muss man schon sagen. Aber man sollte niemals nicht sagen. Ja, wir gucken uns den an. Ich würde jetzt hier ein bisschen im Radar haben, wenn er sich über 4,40 deutlich nach oben dreht auf grüne Stundenkerzen, gebe ich ihm Raum bis 7,50 am Donnerstag, von dort wahrscheinlich wieder runter. Geht er rüber. Kommt ein neues Hoch bis in die 14.900, vielleicht sogar schon 15.000 rein. Ja, und ansonsten alles, was unter 4,40 ist, na dann komm, treten wir drauf, hauen wir drauf, klopfen auch immer wieder unsere Hämmer raus und so starken irgendwelche Wände, das ist vollkommen okay. Nächste Station eben dann hier um 14.200 bis 14.139, die ist dann recht wichtig. Ja, mehr kann ich nicht mitgeben, das ist alles, von daher wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.